Herzlich willkommen, jung und alt, hier bei diesem letzten Vortrag unserer SOB-Reihe zur Zwischenkriegszeit in Ost-, Mittel- und Südosteuropa, Modernisierung und Fortschritt, Fragezeichen. Jetzt sind wir schon beim letzten Vortrag angelangt. Ich muss sagen, ich fand es eine Reihe, die ich persönlich wirklich sehr spannend fand, weil sie mir ganz viele neue Perspektiven auf eine Periode eröffnet hat, die wir eben oft noch als Nachspiel oder Vorspiel zu einem der Kriege sehen. Und sie hat für mich auch ein bisschen den Blick eben auf Regionen gelenkt, die wir sonst seltener im Detail betrachten. Und zu diesen gehört heute eben auch Albanien, was uns Franziska Zaugg gleich näher bringen will. Ein junger Staat, der sich nach einer längeren Phase der aufstrebenden Nationalbewegung 1912 in den Balkankriegen also für unabhängig erklärt hat, auch ein bisschen ein Produkt der Kriege, der ersten Kriegsphase auf dem Balkan. Und nun sind wir gespannt, wie es dann eben weitergeht, 1920 bis 1939. Vorher möchte ich Ihnen ganz kurz unsere heutige Referentin vorstellen, obwohl ich glaube, dass die meisten hier sie eigentlich schon sehr gut kennen. Franziska Zaugg ist, glaube ich, die Einzige, die nicht irgendwie mit dem ICE hierher gekommen ist, was super ist als Moderatorin, weil man dann doch davon ausgehen kann, dass sie pünktlich da ist. Franziska kommt von hier, aus Bern. Sie hat in Fribourg und Bern studiert und hier ihr Lizenziat in neuerer und neuester Geschichte abgeschlossen 2003. Sie war danach in ganz verschiedenen Bereichen tätig, vor allem bei Caritas Schweiz, aber auch im Bereich der Kinder- und Jugendförderung. Das sollte dir etwas Vertrauen geben jetzt für den weiteren Abend. Und sie hat dann 2009 aber doch den Weg zurück quasi an die Uni gefunden und ein Dissertationsprojekt begonnen bei Professor Stieg Förster hier, wofür sie ab 2010 dann ein Marie-Heim-Vögtlin-Stipendium bekommen hat, sodass sie sich wirklich der Dissertation widmen konnte. Diese Dissertation ist publiziert worden 2016 unter dem Titel eben Albanische Muslime in der Waffen-SS von Großalbanien bis zur Division Skanderbeg. Und das gebe ich gerne mal rum, dass Sie einen Blick reinwerfen können. Das Postdoc-Projekt, was sie nachher begonnen hat am University College Dublin, da war sie am Center for War Studies, hat dieses Projekt noch ausgeweitet und die vier südosteuropäischen Waffen-SS-Divisionen, die es gab, im Vergleich betrachtet. Zurzeit ist Franziska Zaugg hier in Bern mit dem Habilitationsprogramm Ambitionen des SNF, ist sie hier am Historischen Institut angesiedelt, lehrt auch regelmäßig hier an der Universität dieses Semester mit einer Übung zu Kosovo als historische Konfliktregion. Und ihr aktuelles Habilitationsprojekt hat den Titel Eine Longue Durée der Gewalt, kriegsversehrte Gesellschaften in Südosteuropa und nimmt das ganze 20. Jahrhundert dann in den Blick. Ja, mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. Jetzt bist du dran. Das freut mich. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich als allererstes ganz herzlich bei Eva und Jan für die Einladung bedanken und Sie, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen und Freundinnen und Freunde, meinerseits ganz herzlich begrüßen. Wie Sie dem Flyer entnehmen konnten, wird heute von Albanien in der Zwischenkriegszeit die Rede sein. Und hier sehen Sie das ungefähr, was ich in der nächsten Stunde Ihnen erzählen möchte, nämlich einerseits diese ganz frühe Phase, die Eva bereits erwähnt hat, und zwar eben von den Balkankriegen bis nach dem Ersten Weltkrieg, dann die ersten Versuche einer Demokratie, die man nicht vergessen darf, wenn man von Albanien spricht, dann diese Zeit unter Zogu, Ahmed Zogu, der dann eine Diktatur errichtet hat, und schließlich die wachsende Abhängigkeit und Einverleibung durch Italien, dass Albanien dann zu einer Art Kolonie wurde, wie Sie dem Titel entnehmen konnten, eben Albanien zwischen Modernisierung und Kolonisierung. Und schließlich möchte ich ganz am Schluss ein kurzes Fazit Ihnen erzählen.
Albanien ist ein Land, das uns Westeuropäern bis in die 1990er Jahre kaum ein Begriff und auch kaum zugänglich war. Wir kannten hier unter dem Begriff, also hier in der Schweiz meine ich, unter dem Begriff Albaner subsumiert vor allem albanischstämmige Jugoslawen. Solche also, die sich heute als Kosovaren oder Kosovo-Albaner bezeichnen würden. Albanien öffnete sich dem Westen nach dem Ende der sozialistischen Diktatur unter Enver Hoxha nur langsam. Anders als in den benachbarten Staaten Ex-Jugoslawiens fand aber Albanien seinen Weg in die Gegenwart ohne Krieg. Doch gehen wir zurück zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Das nach den Balkankriegen von 1912, 1913 und dem damit einhergehenden Zusammenbruch des Osmanischen Reichs ein Staat Albanien entstehen konnte, lag nicht so sehr an ausgeprägten nationalstaatlichen Strömungen innerhalb des Landes, sondern war Ausdruck italienischer und österreichisch-ungarischer Machtinteressen. In erster Linie bestanden sie darin, Serbien den Zugang zum Adriatischen Meer zu verwehren. Auf dem Bild sehen Sie Ismail Cemali am Jahrestag der Ausrufung einer albanischen Republik. Doch die Gründung des neuen albanischen Staates am 28. November 1912 schloss nicht alle Albaner und Albanerinnen ein. Wesentliche Teile der albanischen Bevölkerung blieben nur außerhalb der neu gezogenen Landesgrenzen. Nach Angaben des albanischen Zentralarchivs in Tirana handelt es sich dabei etwa um 1,1 Millionen Menschen. Innerhalb der albanischen Landesgrenzen lebten zu diesem Zeitpunkt aber auch rund 10% nicht-albanische Minderheiten, darunter natürlich Griechen, Makedonier, Aromunen, Vlachen, Roma, Montenegriner, aber auch kleinere Gruppen von Serben, Russen und Italienern. Nebst dem Islam als dominierende Religion in Albanien, die Herrschaft des Osmanischen Reichs war, wie erwähnt, erst kürzlich abgeschüttelt worden, existierten eine große Minderheit von Katholiken im Norden sowie Bevölkerungsgruppen mit jüdischem und vor allem orthodoxen Glauben. Letztere waren und sind vor allem in Mittel- und Südalbanien zu finden. Nicht nur die Religion, vor allem auch innerabanische Stammesunterschiede bestimmten das Zusammenleben der Albaner, insbesondere im Norden und Nordosten des Landes. In dieser kurzen Zeit vor dem Ersten Weltkrieg existierte Albanien zwar als eigenständiger Staat, genoss aber nur, in Anführungszeichen, eine formale Unabhängigkeit. Konkret lässt sich dies folgendermaßen skizzieren. Prinz Friedrich Wilhelm zu Wien, den Sie hier in seiner neuen albanischen Uniform betrachten können, wurde am 7. März 1914 von den europäischen Großmächten als Fürst von Albanien eingesetzt. Österreich-Ungarn und das Deutsche Reich wollten auf diese Weise den Einfluss Italiens und Serbiens in dieser Region möglichst gering halten. Nur einen Monat nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges und nur 6 Monate nach seinem Amtsantritt verließ Wilhelm zu Wied am 3. September 1914 fluchtartig das Land. Der Erste Weltkrieg gilt auch in Albanien als Zäsur. Nicht weniger als 5 Nationen durchstreiften mit ihren Truppen zwischen 1914 und 1918 das junge Land. In den 4 Kriegsjahren belagerten und durchquerten italienische, serbische, griechische, österreichisch-ungarische wie auch französische Einheiten albanischen Boden. An der Pariser Friedenskonferenz von 1919 war aber Albanien nur in Form einer nicht offiziell anerkannten albanischen Delegation, angeführt von Medibrech Frascheri, vertreten. Hier wurde nun zum zweiten Mal der Versuch unternommen, einen albanischen Nationalstaat nach westeuropäischem Vorbild zu gründen. Dies geschah auch zum zweiten Mal ohne Mitsprache der Albaner. Mit dem Kongress von Lushnje vom 28. bis 31. Januar 1920 und dem daraus resultierenden Statut sollte eine nationalstaatliche Basis für die wiedererlangte Unabhängigkeit geschaffen und eine allgemein anerkannte Regierung ins Leben gerufen werden. Am Kongress nahmen aber nach Fischer nur Vertreter der alteingesessenen Eliten teil, die nicht die breite Bevölkerung Albaniens repräsentierten. Zitat: Albanian leaders, mostly chieftains from the north and as well as large landowners from the south. Stammesfürsten und Großgrundbesitzer also. In Lushnje wurde festgelegt, dass ein hoher Rat
bestehend aus 4 Personen, vom Parlament mit absoluter Stimmenmehrheit auf 3 Jahre gewählt werden sollte. Die Mitglieder dieses Hohen Rates wiederum wählten den Ministerpräsidenten und ernannten die von ihm vorgeschlagenen Minister. Damit Sie sich ein Bild machen können von Albanien um diese Zeit, habe ich 2 Bilder mitgebracht. Und zwar einerseits Tirana um diese Zeit. Sie sehen die berühmte Moschee, die noch heute steht und nicht Zogu oder später vor allem Enver Hoxha zum Opfer gefallen ist. Und Sie sehen auch erstens, wie klein Tirana in dieser Zeit ist, aber trotzdem auch, es gibt einige Automobile, Straßen und so weiter. Also eine gewisse Modernität. Ganz anders verhielt es sich mit vor allem den nördlichen Gebieten Albaniens. Und das finde ich ein sehr eindrückliches Bild von Rose Wilder Lane, die in dieser Zeit als junge Frau Albanien mit einem Führer natürlich, also nicht ganz alleine, in einer Gruppe von Frauen durchquerte und auch durchwanderte und die eben Bilder aufnahm zu jener Zeit. Eine einmalige Gelegenheit. Also dieser Bildband ist sehr schwierig aufzutreiben, es gibt ihn aber als PDF und eben die auch Fotografien von Stämmen aus Nordalbanien aus dieser Zeit machte. Und Sie sehen den großen, großen Unterschied, der da sich auftut und diese Diskrepanz zwischen Moderne und eben auch noch einem sehr, sehr agrarisch geprägten Land. Entschuldigung. Einige weitere Schritte in die Unabhängigkeit folgten. So wurden die verbliebenen italienischen Einheiten abgezogen und Albanien wurde in den Völkerbund aufgenommen. Ein sehr wichtiger Schritt. Der Völkerbund stand dem jungen Staat in seiner Minderheitenpolitik beratend zur Seite. Minderheiten waren denn auch im albanischen Parlament vertreten. Allerdings kam es in den griechisch-albanischen Grenzgebieten immer wieder zu Übergriffen an der jeweilig fremden Bevölkerung. Die innenpolitische Situation blieb aber instabil. Verschiedene Regierungen wechselten sich in kurzer Folge ab. Innerhalb von knapp 5 Jahren wurde das Amt des Ministerpräsidenten von 13 verschiedenen Personen bekleidet. Die bekanntesten unter ihnen waren Xaver Ipi von Dezember 1921 bis Dezember 1922, Ahmet Zogu, den wir später wieder treffen werden, von Dezember 1922 bis Februar 1924, Chef Gepej Verlaci von März bis Mai 1924 und Van Noli von Juni bis Dezember 1924. Hier sehen Sie Pater Van Noli. Noli war bereits unter Ipi Außenminister gewesen und hatte mit dem jungen Staat große Ambitionen. Sein erklärtes Ziel war es, mit seiner Reformregierung den Demokratisierungsprozess voranzutreiben, was ihm auch in diesem ersten halben Jahr seiner Regierungszeit zu gelingen schien. Aber bereits am Weihnachtsabend 1924 wurde Van Noli durch einen Putsch Zogus und seiner Anhänger gestürzt. Dieser wurde dabei von russischen Weißgardisten unterstützt. Nach der Machtübernahme Zogus, das übrigens auf Albanisch Vogel heißt, wurden sämtliche Demokratisierungsprozesse rückgängig gemacht. Zogu machte sich nun daran, den jungen Staat in eine Diktatur umzuwandeln. Neue politische und kulturelle Organisationen durften nur noch mit seiner Genehmigung gegründet werden und wurden auch vom Innenministerium kontrolliert. Gegner Zogus, welche das Land nicht rechtzeitig verlassen hatten, ließ er liquidieren. Seinen Vorgänger Van Noli und dessen Anhänger bezichtigte er des Bolschewismus. Noli floh zuerst nach Italien und von dort aus später in die USA. Aus den USA versuchte er gegen Zogu eine Opposition aufzubauen, was ihm aber misslang. Endpunkt der diktatorischen Entwicklung in Albanien war nämlich die eigenmächtige Krönung Zogus zum König der Albaner am 1. September 1928. Und Zogu mochte es sehr, sich eben auch in
solchen Wahnsinns-Fantasie-Uniformen ablichten zu lassen. Seit 1925 knüpfte Zogu deshalb enge wirtschaftliche, politische und militärische Bande zu Italien. Zogu schmiegte sich früh an das faschistische Italien und vom Duce Benito Mussolini erhoffte er sich einige Hilfe für die Entwicklung seines Landes. Auf der anderen Seite der Adria ging Mussolini, der Albanien eine zentrale Rolle in seiner zukünftigen Balkanpolitik zudachte, wohlwollend auf die Annäherungsversuche Zogus ein. Dies tat er in der Absicht, die Kontrolle über die Ressourcen und die Wirtschaft des Landes zu erlangen. Außenpolitisch wendete sich Zogu, der vorerst von Mussolinis Absichten nichts ahnte, gut aufgehoben. Doch innenpolitisch hatte Zogu mit verschiedenen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Bewohner Nordalbaniens, die sogar unter osmanischer Herrschaft einen Teil ihrer Unabhängigkeit bewahrt hatten und ihre Gesellschaften so weiterhin durch Gewohnheitsrecht regeln konnten, weigerten sich die neue, sie immer stärker vereinnahmende zentralistische Regierung Zogus anzuerkennen. Die zogistischen Zentralisationsbestrebungen wurden, wie ähnliche Vorstöße, auch am Ende der osmanischen Herrschaft bereits von den seit Jahrhunderten relativ autonom agierenden Stammesgesellschaften vehement abgelehnt. Hierzu möchte ich Ihnen auch zwei Bilder zeigen. Dies sind auch von Rose Wilder Lane ein Bild. Das sind pro-zogistische Krieger hier zu sehen. Das ist eigentlich ziemlich egal. Was ich Ihnen zeigen möchte, sind, dass es auf beiden Seiten solche Privatarmeen gab. Also man hatte Stammesfürsten und die hatten eigene Armeen, die sie dann auch je nachdem aufboten, ob sie jetzt eben Zogu unterstützen wollten oder aber gegen Zogu einen Aufstand anstrebten. Das beruhte nicht auf einer regionalen aufgestellten Armee oder so, sondern das waren eben kleine Privatarmeen. Und hier noch, das ist ein Bild, was etwas früher aufgenommen ist, ein Mann in der Tracht aus dieser Region, aus der Dukagini-Region. Und Sie sehen, ganz wichtig ist die Bewaffnung auch. Das kann man vielleicht vergleichen mit dem, was wir hier aus dem Mittelalter und der Frühneuzeit noch kennen. Also die Bewaffnung eines Mannes ist ganz wichtig, um ihn als vollen Bürger und als volle berechtigte Person im Alltagsleben erscheinen zu lassen. Ja, mit dem Dukagin-Aufstand, benannt eben nach dem wichtigsten Stamm in dieser Region, in diesen nordalbanischen Hügeln und Bergen, vom 15. November 1926 bis am Anfang 1927 verhärteten sich die Fronten. Die Stämme Nordalbaniens sahen in Zogu nun ihren Feind. Durch seine Selbstintronisation 1928 wurde der schwelende Konflikt zwischen ihm und den Stammesgesellschaften im Norden noch verstärkt. Hinzu kam, dass Zogu es nicht schaffte, trotz versprochener Reformen für die Bergregionen im Norden, infrastrukturelle Verbesserungen wie die Einrichtung von Schulen, Krankenhäusern oder den Bau von Straßen voranzutreiben. Zogu hatte neben erwähnten Problemen noch mit weiteren innenpolitischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Beispielsweise kündigte er für das Frühjahr 1930 eine Agrarreform an, die jedoch nicht die gewünschten Erfolge brachte. Hinzu kamen Faktoren, die außerhalb Zogus Einflussmöglichkeiten standen, so beispielsweise eben Albaniens geopolitische Lage. Noch heute zeugt die Via Egnatia, die von früher in der Antike von Dyrrhachium, also heute Durres, bis nach Byzanz, Istanbul führte, von der wirtschaftlichen Bedeutung Albaniens als Handelsraum und Transitland seit der Antike. Auch im 20. Jahrhundert drückte das kleine Land wieder in den Fokus europäischer Großmächte, da Albanien durch die erst kürzlich abgeschüttelte osmanische Herrschaft in der industriellen Entwicklung noch weiter zurücklag
als andere Balkanstaaten, versuchten die aufstrebenden Industrienationen, allen voran Italien, dieses Vakuum zu nutzen, indem sie neue Absatzmärkte und eigene Industrie in Albanien rasch und ohne Widerstand landeseigener Investoren aufzubauen hofften. Andererseits war das ausländische Interesse geprägt von den Möglichkeiten, Rohstoffvorkommen günstig abzubauen. Und diese Vorkommen waren und sind bis heute teilweise mannigfaltig, nämlich man liebäugelte mit dem Abbau von Erdöl- und Erdgasvorkommen, Eisen, Nickel, Chrom- und Kupfererz, Bitumen, Stein- und Braunkohle, Lignit, Magnesit, Asbest, Gips und Marmor. Insbesondere die für die Rüstungsindustrie relevanten Rohstoffe wie etwa Chromerz waren sowohl für Italien bis 1943 als auch für Deutschland 1941 bis 1944 von Bedeutung. In den 20er Jahren waren aber nebst Italien noch andere Länder in Albanien als wirtschaftliche Akteure aktiv. Obwohl letztlich der wirtschaftliche Aufbau durch ausländische Firmen gemessen am eigentlichen Potenzial gering blieb und sich auf den Bergbau und die Leichtindustrie beschränkte. Rund 72% der gesamten Investitionen jener Zeit wurden mit ausländischen Finanzmitteln getätigt. 1925 fragten neben italienischen und englischen auch französische und amerikanische Gesellschaften bei der albanischen Regierung um Bohrkonzessionen im Gebiet um Devoli an, die ihnen 1926 auch erteilt wurden. So erhielt etwa die Anglo-Persian Oil Company eine Konzession für die Suche nach Erdöl auf 220.000 Hektar Land mit der Einschränkung, dass sie bei positiven Ergebnissen auf 60.000 Hektar selbst fördern durften. Im selben Jahr erhielten auch die Ferrovie dello Stato Italiano, also die italienische Eisenbahngesellschaft, eine solche Konzession. Probebohrungen wurden auf 50.000 Hektar genehmigt, zur eigenen Nutzung standen danach 30.000 Hektar zur Verfügung. Die Italiener bauten nun ihren wirtschaftlichen Einfluss rasch aus. So gelang es etwa der italienischen Azienda Generale Italiana Petroli, also heute besser bekannt als AGIP, 1929 die britisch-niederländische Firma Shell durch ein staatliches Einfuhrmonopol aus Albanien zu verdrängen. Später, 1936, beschäftigte die Azienda Italiana Petroli Albania die AIPA, also eine Tochtergesellschaft der AGIP, 1500 Arbeiter in Schichten von 12 Stunden am Tag. Auch der Abbau rüstungsrelevanter Rohstoffe war bereits vor 1939 fest in italienischer Hand und wurde nach der Okkupation weiter intensiviert. Da der Handel zwischen dem italienischen und dem albanischen Gebiet aufgrund der geografischen Lage seit der Antike florierte und zudem Italiens Versuche, die Vorherrschaft in Albanien zu erlangen, bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen, erstaunt es nicht, dass sich Italien nun in einer wirtschaftlichen Pole Position, also in einer Schlüsselposition befand. Sogo benötigte dringend Unterstützung. Mussolini im Gegenzug war gewillt, großzügige Kredite zu sprechen, so in den Jahren beispielsweise 1925 und dann später auch 1931. Ich habe Ihnen eine Übersicht der wichtigsten in Albanien tätigen italienischen Unternehmen mitgebracht aus jener Zeit. Und Sie sehen, also das sind jetzt nur die wichtigsten, dass Sie sich eigentlich über so ziemlich all diese Ressourcen, die das Land zu bieten hat, verteilen. Dass also Albaniens Ressourcen ausgebeutet wurden, steht außer Frage. Doch verhalf Italien dem jungen Staat auch zu einem Modernisierungsschub? 1925 versuchte Mussolini mit der Gründung der Società per lo Sviluppo Economico in Albania, SVEA, der Gesellschaft für die wirtschaftliche Entwicklung Albaniens, den wirtschaftlichen Einfluss zu strukturieren und zu zentralisieren. Die SVEA sollte bald das gesamte albanische Wirtschaftsleben beherrschen.
Im gleichen Jahr veranlasste Zogu die Gründung einer albanischen Nationalbank mit Hilfe einer italienischen Finanzgruppe. Zwar galt die Abmachung, dass 51% der Aktien bei den ausländischen Investorengruppen verbleiben sollten und 49% bei den albanischen Staatsbürgern. Die Realität sah aber weit pessimistischer aus. Schließlich gingen 75% des Stammkapitals an ausländische Investoren, vor allem an italienische Banken, aber auch an schweizerische, belgische und jugoslawische. Aus diesem Grund war die Svea und der Aufbau der albanischen Nationalbank eng miteinander verknüpft. Die albanische Nationalbank war somit fest in ausländischen Händen. Seinen Ausdruck fand der wachsende Einfluss Italiens schließlich im Ersten und Zweiten Tiranerpakt 1926 und 1927. Auf der einen Seite erfuhr der wirtschaftliche und militärische Einfluss Italiens eine weitere Steigerung, auf der anderen Seite wurde die unabhängige Außenpolitik Albaniens beschnitten. Der erste Tiranerpakt war auf 5 Jahre festgelegt, wie Sie sehen können, und wurde am 27. November 1926 unterzeichnet mit der Bezeichnung eines Freundschafts- und Sicherheitspakts. Der zweite Tiranerpakt, die sogenannte Verteidigungsallianz, wurde nicht mehr auf nur 5, sondern auf 20 Jahre befristet. Zudem beinhaltete dieser Pakt einen geheimen Zusatz mit der Vereinbarung, dass die albanische Miliz in Zukunft von italienischen Offizieren organisiert, ausgebildet und auch eigentlich überwacht werden sollte. Nachdem Mussolini 1933 die Einführung einer Zollunion vorschlug, um Albanien noch enger an sich zu binden, versuchte Zogu, sich dem wirtschaftlichen Würgegriff Italiens zu entwinden, indem er sowohl bei den Franzosen als auch bei den Serben um einen Kredit von 3 Millionen Goldfranken bat. Damit wollte er seine Schulden bei Mussolini begleichen. Durch den rumänischen Außenminister Nicola Titulescu ließ er auch beim Völkerbund um die Gewährung eines Kredits anfragen. Alle 3 Anträge wurden abgelehnt. Zogu entließ daraufhin 66 der 80 italienischen Offiziere, die sich in der albanischen Miliz in Schlüsselpositionen befanden. Um sich Handlungsspielraum zu verschaffen, bat Zogu schließlich um die Aufnahme in die kleine Entente, einem Bündnis, dem Jugoslawien, Rumänien und die Tschechoslowakei angehörten. Belgrad lehnte aber das Gesuch ab. Im April 1933 reagierte Mussolini darauf, indem er weitere bereits zugesagte Kredite einfrieren ließ und verstärkte damit den wirtschaftlichen Druck auf Zogu. Das wirtschaftliche Leben in Albanien kam dadurch beinahe zum Erliegen. Der Verwaltungsapparat konnte nur mit Mühe aufrechterhalten werden. Verspätete Löhne und ein sprunghafter Anstieg der Arbeitslosigkeit waren direkte Folgen davon. Erneut bat Zogu um die Aufnahme in ein Bündnis. Doch Mussolini war gegen den Beitritt Albaniens in die am 9. Februar 1934 gegründete Balkan-Entente und ihre Mitgliedstaaten Jugoslawien, Griechenland, Rumänien und die Türkei. Und diese gingen lieber auf die Wünsche Mussolinis als auf das Bitten Zogus ein. Nach dem gescheiterten Versuch Zogus, den Export durch Handel mit Jugoslawien anzukurbeln und der um die Jahreswende 1933-34 gestellten und ausgeschlagenen Bitte an die jugoslawische Regierung für 6 Millionen Goldfranken in Albanien Güter zu kaufen, gelangte er in Geheimgesprächen im Mai 1943 wieder an die französische Regierung. Die Gewährung eines Kredits wurde aber auch von den Franzosen an folgende Bedingungen geknüpft: exklusive Nutzungsrechte neu entdeckter Bodenschätze, Handelsvertrag mit Vorzugspreisen für französische Waren, Einführung Französisch als Pflichtfach an allen Gymnasien. Dieselben Forderungen also, die eben auch die Italiener bereits gestellt hatten. Im Februar 1935 milderte Mussolini schließlich den wirtschaftlichen Druck auf Albanien, indem er nun neue Kredite genehmigte, die albanischen Schulden bzw. nicht geleistete Rückzahlungsraten der Jahre 1931-32 strich.
6 weitere Millionen Goldfranken wurden nach den bereits im Februar genehmigten 3 Millionen in Aussicht gestellt. Soku verpflichtete sich im Gegenzug rund 550.000 Goldfranken, also eine halbe Million, an zwei italienische Baufirmen zu überweisen, die in Albanien mit der Konstruktion von Straßen beauftragt waren. Also Sie sehen, das bewegt sich nur noch alles in einem sehr, sehr engen Kreis. Hier sehen Sie, wie eben in dieser Zeit der Straßenbau ungefähr aussah in Albanien unter Aufsicht damals schon eben der italienischer Firmen. Und aus dieser Zeit stammt auch dieses Bild hier. Das wird dann später in den frühen, also so 39, 40, wird das propagandistisch auch ausgeschlachtet. Also die Italiener sagen auch, ja, wir haben dieses Land auf eine höhere Stufe in seiner Entwicklung gebracht und so weiter. Also dieses sehr, sehr kolonistische Denken gegenüber eben der lokalen Bevölkerung. Und ja, man sieht hier auch, ja, wie die Bevölkerung auch auf die Italiener reagiert, nämlich dass man weiß, dass sie Einfluss haben und auch, dass in dieser Zeit Mitte, Ende der 30er Jahre, in der das Bild aufgenommen wird, auch schon sich eigentlich darüber bewusst ist, dass Italiener früher oder später den Einfluss noch ausweiten werden, was dann eben mit der Besetzung des Landes später auch geschieht. Für Entwicklungshilfe in der Landwirtschaft wurden weiter 10 Millionen versprochen von Italien und für die Einrichtung eines staatlichen Tabakmonopols 3 Millionen. Die albanische Wirtschaft war in dieser letzten Phase in der zweiten Hälfte der 30er Jahre nun gänzlich von Rom abhängig. Im Frühling 1938 wurden vielfältige neue Konzessionen für italienische Firmen, wie etwa die Becalba, zur Ausbeutung albanischer Bodenschätze vergeben. So beispielsweise die Schürfrechte für 50 Jahre für Kupfer und Pyrit oder 25 Jahre für exklusives Fischfangrecht im größten Teil der albanischen Gewässer. Also es ist wirklich ein Ausverkauf albanischer Ressourcen, der in dieser Zeit stattfindet. Dem detaillierten Bericht zur Entwicklung der militärischen Lage in Albanien des Oberbefehlshabers Südost von 1944 zufolge existierten in Albanien bereits vor dem Krieg kein wirklicher Außenhandel. Also dieser Bericht ist sehr spannend, weil er einen Blick zurückwirft in dieses Ende der 30er Jahre und wie es damals in Albanien unter zunehmendem Einfluss der Italiener ausgesehen hat. Der Import kam fast ausschließlich als Beitrag staatlicher Subventionierung aus Italien. Der Export bestand vor allem aus Kromerz und Erdöl, davon auch Bitumen, das direkt nach Italien verschifft wurde. Obwohl diese Entwicklung hin zu einer totalen wirtschaftlichen Vereinnahmung andere Prognosen wahrscheinlicher erscheinen ließen, berichtete der deutsche Gesandte in Tirana, Eberhard von Panwitz, dem Auswärtigen Amt noch 1937, Außenminister Ekrem Bailey Bohova hätte im Gespräch mit Mussolini erfahren, dass dieser an einem selbstständigen Albanien interessiert wäre und nicht daran denke, Albanien zu einer italienischen Kolonie zu machen. Auch Bohova selbst war zu diesem Zeitpunkt noch vom Zitat militärischen und wirtschaftlichen Nutzen einer italienisch-albanischen Zusammenarbeit überzeugt. Hier sehen Sie rückblickend, also das ist schon bereits nach der Besetzung durch die Italiener, sehen Sie, wie sich der italienische Abbau von Bitumen, also das ist ein Teer, gesteigert hat in den letzten ja, fast 20 Jahren. Und da sehen Sie eben auch, dass dieser Endpunkt, die Besetzung Albaniens durch Italien, wirklich nur ein Endpunkt ist und die Entwicklung eben ganze 20 Jahre dauert. Und auch hier ein anderes Bild noch.
zur wirtschaftlichen Ausbeutung Albaniens. Sie sehen hier die Idee, also 1935 sind das noch 12.400 Tonnen und hier die Angaben für 1939 bewegen sich in einem ganz anderen Raum. Also das Gleiche, das ist für Erdöl und eben für Bitumen. Die deutsche Außensicht auf das Geschehen im Land änderte sich aber im Laufe des Jahres 1938. Das Verhalten der Italiener und ihre Vorbereitung in Albanien wiesen immer deutlicher darauf hin, dass sie ihre Vorherrschaft in Albanien nicht beim Status quo belassen würden. Im Mai schrieb der deutsche Gesandte in Rom, Hans-Georg von Mackensen, an das Auswärtige Amt, Italien habe Milliarden in Albanien gesteckt und fange jetzt an, Zitat, sich mit Petroleumquellen und anderen Naturschätzen des Landes wirklich etwas Positives herauszuholen. Zitat Ende. Als Deutschland zu diesem Zeitpunkt ebenfalls Interesse an den albanischen Erdölvorkommen anmeldet, ärgerte sich Ciano im Februar 1939 darüber, dass die Deutschen versuchen würden, Zitat, die Hand auf das albanische Petroleum zu legen. Er ließ den deutschen Botschafter in Rom spüren, Zitat, dass wir Albanien als ein italienisches Gebiet betrachten. Parallel dazu meldete Staatssekretär Ernst von Weizsäcker Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop, der italienische Botschafter in Berlin, Bernardo Attolico, habe ihn wissen lassen, dass Italien die Option auf sämtliche Ölvorkommen in Albanien habe. Jegliches deutsche Interesse wäre daher fehl am Platz. Ähnlich schätzte von Panwitz die Lage ein, der nun selbst in den Fokus italienischer Animositäten geriet. Zitat, vor kurzem habe von Weizsäcker Herrn Attolico von einem deutschen Interesse für den Erwerb einer Petroleumkonzession in Albanien gesprochen. Dies habe in Rom ziemlich verstimmt und man habe in ihm den Vater dieses Gedankens vermutet. So war es also den Italienern vorerst gelungen, den Deutschen den Zugang zu albanischen Ressourcen zu verwehren. Nun begann die letzte Phase wirtschaftlicher, politischer und letztlich militärischer Durchdringung Albaniens durch Italien. Mussolini selbst sah Albanien bereits vor der Okkupation als eine Provinz Italiens und hoffte durch seine Besetzung endgültig die Vorherrschaft über die Adria-Region zu erlangen. Die wirtschaftliche, politische und militärische Unterwanderung fand im April 1939 mit der Besetzung Albaniens durch die Italiener ihren Abschluss. Neben der wirtschaftlichen Ausbeutung plante Mussolini die Ansiedlung von rund 300.000 Italienern in Albanien. Und dies wiederum deutet sehr stark auch auf diesen kolonialen Aspekt eben der Besetzung Albaniens ein. Dieses Bild habe ich Ihnen mitgebracht, weil nämlich die Vorbereitung zur Besetzung Albaniens bereits ein Jahr früher begann, was Ciano aber nicht daran hinderte, gleichzeitig der Trauzeuge von Zogu und seiner Frau Geraldine zu sein. Und diese Hochzeit fand im Frühjahr 1938 statt. Und zu dieser Zeit waren Mussolini und Ciano dabei, die Besetzung des Landes vorzubereiten. Knapp ein Jahr vor der Annexion, am 2. Mai 1938, übergab Außenminister Galeazzo Ciano Mussolini ein Memorandum, das einerseits persönliche Eindrücke zu Albanien, andererseits auch schon konkrete Überlegungen zur bevorstehenden Besetzung enthielt. Er sah drei mögliche Vorgehensweisen. Erstens eine friedliche Unterwerfung, in dem die wirtschaftliche Abhängigkeit Albaniens noch ausgebaut wurde.
Zweitens eine Aufteilung Albaniens zwischen Italien, Jugoslawien und allenfalls Griechenland. Drittens die Übernahme Albaniens durch Italien, in dem Vittorio Emanuele III. In Personalunion zum König von Albanien gekrönt wurde. Ciano schlug schließlich den dritten Weg ein. Die albanische Miliz wurde reduziert, die Zahl der italienischen Ausbildner erhöht und italienische Firmenniederlassungen sollten neu auch als politische Stützpunkte und Sammelbecken dienen, indem sie italienische Staatsbürger und pro-italienische bzw. antizugistische Kräfte vereinten. Bereits am 22. Juni 1938 besprach Ciano mit dem Generalstabschef der italienischen Armee, General Alberto Pajani, mögliche Vorgehensweisen. Die Infrastruktur in Albanien musste verbessert werden, also beispielsweise Straßenbau, um später mit den eigenen Truppen rascher vorrücken zu können. Die albanische Regierung sollte über dieses eigentliche Vorhaben getäuscht werden, indem der Nutzen einer Verbesserung des Straßennetzes in den Vordergrund gerückt werden sollte. Im September 1938 wurden bereits die konkreten Linien des militärischen Vorgehens in Albanien unter Voraussetzung einer jugoslawischen und griechischen Neutralitätspolitik ausgearbeitet. Einer der Punkte unter den angestrebten Zielen sticht ganz besonders ins Auge. Das Erdölbecken von Devoli wurde als Ressource von höchster Wichtigkeit für die militärische Autarkie Italiens in kommenden Konflikten betrachtet. Mussolini erklärte sich am 8. Januar 1939 endgültig mit Cianos Plänen zur militärischen Besetzung Albaniens einverstanden. Die jugoslawische Regierung unter Ministerpräsident Milan Stojadinovic war über das italienische Vorhaben im Bilde. Stojadinovic selbst, der lieber ein eigenständiges Albanien erhalten hätte, anstatt den Italienern ein Brückenkopf zuzugestehen, wurde am 4. Februar 1939 zum Rücktritt gezwungen. Sein Nachfolger, Prinz Paul, war an einer Teilung Albaniens nicht interessiert. Er ließ den Italienern also freie Hand. Am 15. März, nachdem deutsche Truppen in die Tschechoslowakei anmarschiert waren, sah Ciano den geeigneten Moment gekommen. Nun würde kein anderer Staat Italien daran hindern, Albanien zu besetzen. Er war sich sicher, Zitat, niemand wird sich rühren, nicht einmal Jugoslawien. Außerdem schien ihm, dass dem italienischen Volk nach der deutschen Demütigung, gemeint ist eben hier die Besetzung der Tschechoslowakei, ohne vorher Italien darüber informiert zu haben, eine Genugtuung zustehen würde. Beim Duce holte er sich die Erlaubnis, dem italienischen Gesandten in Tirana, Francesco Giacomoni di San Savino, den Auftrag zu telegrafieren, die, Zitat, örtlichen Unruhen in Albanien vorzubereiten. Am 23. März setzte Mussolini eine an Zogu gerichtete Vereinbarung mit drei Punkten auf, die laut Ciano mehr einem Erlass denn einem internationalen Vertrag glich. Inzwischen wurden in Apulien bereits vier Regimenter Bersaglieri, eine Infanteriedivision, eine Abteilung der Luftwaffe und das gesamte 1. Flottengeschwader zusammengezogen. Am selben Tag äußerte sich Hitler zur bevorstehenden Annexion großzügig. In Deutschland würde die Adria bereits jetzt als binnenitalienisches Meer wahrgenommen. Ende März 1939 war für Mussolini klar, dass nach dem absehbaren Sieg Francos in Spanien unter Mithilfe der Achsenmächte nun die Zeit für die Besetzung Albaniens gekommen war. Einzig der italienische König wagte die Pläne des Duce zu kritisieren. Er stufte die geplante Besetzung Albaniens als ein zu großes Abenteuer ein, bloß um, Zitat, vier Steine zu ergattern. Mussolini war über die Aussage sehr verärgert, ließ aber die Vorbereitungen fortsetzen. Mit der Umsetzung des militärischen Vorhabens wurde General Alfredo Guzzoni betraut und Zogu vorgeschlagen, in den vier größten Häfen Italiens Truppen zu stationieren. Da für Zogu die gestellten Forderungen unerfüllbar waren, versuchten ihn die Italiener nun als denjenigen darzustellen, der Vertragsbruch begangen und somit die militärische Besetzung durch Italien provoziert hätte. Zogu wiederum bemühte sich, die Besetzung hinauszuzögern, indem er verlauten ließ, dass die Besetzung durch eine militärische Konvention eine legale Basis verliehen werden sollte.
Die Unruhe in der Bevölkerung nahm zu. Angst vor der bevorstehenden Besetzung machte sich breit. Anti-italienische Demonstrationen wurden organisiert. Ciano bereitete in der Zwischenzeit mit Ettore Muti, also das ist ein Faschist erster Stunde und auch später Sekretär der faschistischen Partei Italiens, in Rom alles vor, um ihn mit einer kleinen Gruppe Männer nach Tirana zu senden. Dort sollte er die von Agenten geplanten Aufstände zum Ausbruch bringen, fast so gut die Unterschrift verweigerte. Zitat: Ich habe ihm Handlungsfreiheit gegeben, mit dem bestimmten Befehl, die Königin und ihr Kind, wenn es schon geboren sein sollte, zu schonen. Muti empfing von Ciano den Befehl, Zitat, während der Nacht den Terror auszulösen und sich am frühen Morgen in die Wälder zu schlagen, um die Ankunft unserer Truppen abzuwarten. Pro forma stellte Mussolini Zogu ein Ultimatum bis zum 6. April mittags, um die Vorschläge anzunehmen. Zwar arbeitete die albanische Regierung Gegenvorschläge noch aus und bat beim italienischen Botschafter Iacomoni um Verlängerung der Frist. Diese wurde aber von Mussolini bis um 24 Uhr des angebrochenen Tages gewährt. Ciano ließ nun offiziell verlauten, der albanische Bündnispartner wäre seiner Pflicht nicht nachgekommen. Die Lage spitzte sich zu. Als Mehdi Behrascheri in seiner Funktion als Ratgeber des Königs Iacomoni tags darauf noch einmal aufsuchen wollte, wurde ihm als neuer Verhandlungspartner bereits General Guzzoni angegeben. Die Besetzung am 7. April 1939 verlief ohne größeren Zwischenfälle. Der deutsche Gesandte in Tirana von Panwitz, der das Auswärtige Amt in den vergangenen Jahren immer eindringlicher auf die Vorbereitung der Italiener hingewiesen hatte, äußerte sich zu den Ereignissen des Tages resigniert. Zitat: Nachts kamen italienische Kriegsschiffe nach Durazzo, die morgens Schüsse abgaben, welche Albaner erwidern. Italienische Flugzeuge werfen Flugblätter ab, in denen die Bevölkerung aufgefordert wird, keinen Widerstand zu leisten. Italienische Truppen würden nur im Land bleiben, bis Ruhe, Gerechtigkeit und Friede hergestellt wären. Jeder Widerstand werde gebrochen werden. Volk solle eigener Regierung keinen Glauben schenken, die das Volk nur ausgeplündert habe und neues, überflüssiges Blutvergießen herbeiführen wollen. Erfahre von italienischen Gesandten, dass Verhandlungen nicht mehr von diesen, sondern von italienischem Oberkommando in Durazzo geführt werde, wohin sich albanische Unterhändler begeben hätten. Als die Italiener dann am 8. April Tirana besetzten, meldete Paul Otto Schmidt, Chefdolmetscher im Auswärtigen Amt, Zogu befinde sich bereits in Griechenland und Jugoslawien hätte Maßnahmen zur Grenzverstärkung getroffen. Die befürchtete britische Besetzung Korfus blieb aus. Die Briten reagierten nur mit einer Verbalnote. Ciano reiste zur Regierungsbildung nach Tirana. In den Augen der deutschen Vertreter vor Ort würde die Angelegenheit in 1 bis 2 Tagen erledigt sein. Auch die Reaktion der übrigen Staaten waren nicht mehr als symbolische Gesten. Frankreich und die USA zogen ihre diplomatischen Vertreter aus Albanien ab. Die übrigen Staaten ersetzten nur ihre Diplomaten durch konsularische Vertreter. Am 9. April wurden schließlich Shkodër als nördlichste Stadt und Tiraskaste ganz im Süden eingenommen. Am 10. April galt ganz Albanien als besetzt. König Vittorio Emanuele III. Wurde am 16. April in Personalunion zum König von Albanien ausgerufen und unterzeichnete am 3. Juni das entsprechende Statut. Hier sehen Sie ein Bild zu diesem Einmarsch und auch eben, wie die Fahnen gehisst werden. Es ist der Man stieß kaum auf Gegenwehr. Auch hier noch das zweite Bild. Sehen Sie aus dem, die Rückenansicht albanischer Soldaten italienischer Soldaten in einer albanischen Stadt. Die Albaner selbst protestierten kaum. Mit wenigen Ausnahmen wie Abbas Kupi, einem ehemaligen Offizier der albanischen Gendarmerie, der mit seiner Privatarmee in Durazzo Widerstand leistete. Die albanische Armee
zum Zeitpunkt der Invasion bereits fest in italienischer Hand und somit de facto inexistent, leistete keinen Widerstand. Sie war bereits in den Jahren vor der Besetzung durch den italienischen Militärattaché kontrolliert und mit italienischen Instrukteuren versehen worden. Allerdings meldete sich auch hier von Panwitz zu Wort und relativierte, der unfreundliche Empfang in Albanien habe die Italiener mehr Tote und Verwundete gekostet, als sie offiziell zugeben würden. Bereits am 10. April 1939 schien sich aber die Lage so weit beruhigt zu haben, dass die ersten 22.000 italienischen Siedler den Hafen in Bari Richtung Albanien verlassen konnten. Nun zu einem kurzen Fazit. Ja, was war das nun genau in Albanien? War es eher eine angestrebte Kolonisierung, eine Kolonie oder doch integraler Bestandteil des neuen von Mussolini angedachten faschistischen Reich, also diesem Mare Nostrum? Darüber scheiden sich heute die Geister von Historikerinnen und Historikern. Fakt ist, dass in Albanien Spuren von beiden zu finden sind. Die Idee etwa, dass die Albaner zu italienischen Staatsbürgern werden sollten, deutet auf Integration und auf die Idee Mussolinis hin, sie Teil seines faschistischen Mare Nostro, Spazio Vitale, werden zu lassen. Die rücksichtslose wirtschaftliche Ausbeutung des Landes seit spätestens Mitte der 1920er Jahre spricht aber eine andere Sprache und lässt eher an eine Kolonie denken. Fakt ist, dass trotz der Ausbeutung oder vielleicht gerade aufgrund der angestrebten Ausbeutung in Albanien auch infrastrukturelle Verbesserungen vorangetrieben wurden. Straßen wurden planiert, Schienen gelegt, Trasses verbreitet, Malaria-Sümpfe trainiert, Ackerland gewonnen und, zumindest propagandistisch so dargestellt, großflächige Impfkampagnen oder eben, wie hier zu sehen ist, auch medizinische Grundversorgung angeboten. Ein anderes Kapitel ist die nach der Besetzung des Landes 1939 einsetzende Gleichschaltung der albanischen Gesellschaft, Wirtschaft und Armee durch Mussolini, Ciano und den italienischen Statthalter Jacomoni di Sansovino. Leider fehlt uns heute die Zeit dazu. Ich hoffe auch ein andermal und möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Ja, ganz herzlichen Dank, Franziska, für diesen spannenden Vortrag und den Einblick in ein Land, das wir sonst eben sehr, sehr wenig kennen, das eine ganz bewegte Geschichte hat. Ja, die Runde ist offen für Fragen. Melden Sie sich, ich gebe das Mikro rum. Vielleicht einfach eine allgemeine, nicht historische Frage. Was für ein Verhältnis oder was halten heute die Albaner von Italien? Es ist eine lange Zeit. vergangen und natürlich diese Erinnerungskultur ist durch verschiedene Phasen gegangen. Ja, eigentlich sehr positiv. Und zwar hat das damit zu tun, dass die geografische Nähe, das bestand ja auch schon vorher, der Handel. Und unter Enver Hoxha haben viele Albaner, die irgendwie Gelegenheit dazu hatten, haben ja im Geheimen italienisches Fernsehen geschaut, damals noch nicht so stark privat ausgerichtet und haben dadurch auch relativ bis sehr gut Italienisch gelernt. Also in den Küstengebieten Albaniens trifft man eigentlich nur auf Leute, die ja sehr gut Italienisch sprechen auch. Ja. Und ich denke, das war so wie ein Tor zu dieser Welt, was sie ja, irgendwie die einzige Möglichkeit oder eine der wenigen Möglichkeiten, diesen Kontakt mit der anderen Welt zu haben. Und dieses Bild, was ich ganz am Anfang gezeigt habe, da mit diesem Bunker, da,
Das ist, wer von Ihnen schon durch Albanien gereist ist, kennt dieses Bild, das ist sehr dominant. Also diese Bunkermann schätzt, dass Enver Hoxha zwischen 250 bis 400.000 dieser Bunker erstellt hat. Und da musste, also das sind so kleine Einmannbunker bis zu 3-4-Mann-Bunker. Und diese Grenzregion, eben dieser hier ist bei Richtung Mazedonien, aber dann auch die ganze Küste entlang, die waren ständig besetzt mit Kontrollen. Und wenn man schon nur in die Nähe der Grenze reisen wollte, musste man diese Reise bis ins Letzte ausweisen. Also wenn man Verwandte besuchen wollte oder so, das war alles ganz streng kontrolliert. Und deswegen ist eben auch diese kleine, ja, diese Möglichkeit, italienisches Fernsehen zu empfangen, war wirklich ein kleiner Lichtblick. Ich habe eine Frage, die sich auch ein bisschen in die vergleichende Perspektive einordnet. Ich habe an die Vorträge gedacht, zum Beispiel eben von Wolfgang Höpken, aber auch von anderen, die alle ein bisschen betont haben, eigentlich wie halt in der Zwischenkriegszeit auch so Anfänge einer modernen Massenkultur entstehen. Und ich habe jetzt gerade gedacht, ich meine, natürlich ist Albanien noch an einem anderen Ort, denke ich, am Ende des Ersten Weltkriegs, aber trotzdem ist ja durch diese ganze Industrie, die da reinkommt in diesen 20 Jahren, entstehen ja so erste industrielle Zentren, es gibt sicher auch Arbeitsplätze, also es gibt wenigstens so, denke ich, kleinere Punkte, wo sich ein bisschen eine Modernisierung stattfindet. Kannst du dazu noch etwas erzählen? Vielleicht auch eben im Vergleich zu den benachbarten Regionen, wie sich das da gestaltet? Ja, also auf jeden Fall ist Albanien zu diesem Zeitpunkt viel, viel weiter zurück. Als beispielsweise, ja, dann das jugoslawische Königreich. Und man sieht es hier nicht so gut, aber trotzdem, natürlich hat man dann auch urbane Zentren in der Küstenregion oder vielleicht Elbasan, das sich wirtschaftlich entwickelt. Aber man hat auch sehr viele wirklich unzugängliche Bergregionen. Und gerade der Norden ist halt, ja, bleibt da außen vor. Und zwar nicht nur jetzt, weil man da unbedingt keine Infrastruktur vermitteln wollte, aber auch eben dieses, man wollte auch diese Selbstbestimmung nicht verlieren und hat sich auch zum Teil dagegen gewehrt. Also es ist so ein dialektisches Verhältnis eigentlich. Ja. Vielen Dank. Wir haben jetzt so Strukturen gehört, die wir auch schon in den anderen Vorträgen hatten. Also 1918, 19 passiert ja unglaublich viel in Europa. Staatsaufbau, neue Bündnissuche, wirtschaftliche Veränderungen massiver Natur. Sie haben auch schon ein bisschen Gesellschaft und Gemeinschaft angetönt. Und mich würde jetzt interessieren, ob es auch sowas gab wie die Vorstellung einer albanischen Nation. Also wir haben ja auch überall dieses Nationale, was ganz stark versucht wird auszubauen, parallel eben zu neuen Staatsstrukturen. Da kann man noch die Hypothese formulieren, wahrscheinlich war es einfacher, das Nationale zu betonen, als eine solide Bürokratie aufzubauen. Aber gab es so eine Vorstellung, was eigentlich das Albanische oder ein Albaner ist oder was typisch ist? Und gab es damit verbunden dann auch so Mechanismen zu sagen, man versucht sich auch bewusst abzugrenzen von etwas? Also Sie haben jetzt sehr viel gezeigt, dass es diesen starken italienischen Einfluss gibt, dass das wie eine Kolonie betrachtet wurde. Aber mich würde jetzt eben dieses, was macht dieses Albanische sozusagen aus? Oder gab es diese Ideen? Also gab es da so eine Bewegung in einer Gesellschaft, die ja auch noch ganz viel Züge hatte, eben 19. Jahrhundert, Feudalismus? Genau. Also sicher nicht so stark wie an der letzten Fußball-WM. Sowas gab es noch nicht. Und eben da muss man aufpassen mit diesem Großalbanien. Ich habe dazu Flyer gefunden, aber später. Das kommt dann wirklich eigentlich mit der italienischen Besetzung Albaniens
und dieser Idee, dass man Albanien vergrößern könnte. Und es wird auch von den Italienern, also wenn man Galeazzo Ciano hat ja glücklicherweise Tagebuch geführt und seine Frau hat vor seiner Ermordung das Tagebuch in die Schweiz gebracht. Deswegen haben wir dort ziemlich viele Aufzeichnungen, auch zu Albanien. Und er zeigt dort auf, wie sehr im Interesse Italiens es auch ist, dieser Konfliktherd Kosovo aufrechtzuerhalten oder sogar noch zu verstärken. Weil er sagt zum Beispiel, ja, indem wir den Albanern dieses Kosovo quasi schmackhaft machen oder sagen, ja, das ist eine tolle Idee, dass wir das auch noch mit dazu nehmen, da behalten wir eigentlich diesen innerbalkanischen Konflikt am Leben und haben so die Möglichkeit, diese Kräfte, die sich sonst gegen uns oder später auch gegen die Deutschen wenden würden, dass die sich darauf konzentrieren. Und deswegen würde ich dort sagen, eben die großalbanische Idee, die kommt nicht nur von Albanien selbst oder aus dem Kosovo, sondern auch von den Großmächten. Und dieses typisch Albanische ist schwierig zu sagen zu dieser Zeit, weil ja wirklich die osmanische Herrschaft war gerade erst vorbei. Und die Leute in den Zentren und auch der Eliten, das war sehr üblich, dass man in der Türkei studiert hat. Und der Austausch war sehr stark und die haben alle auch Türkisch gesprochen und mussten sich so wie zuerst eigentlich von dem abnabeln, um zu einem eigenen Nationalbewusstsein zu kommen. Und da kommt der Mehdi Bey Frasheri, also dieser Erste, der ist ganz wichtig, der vertritt auch immer wieder Albanien zuerst an den Friedenskonferenzen, obwohl eben diese Delegation gar nicht anerkannt ist, aber er geht da einfach hin mit seiner Delegation und dann auch später reicht er Petitionen ein beim Völkerbund beispielsweise, um darauf aufmerksam zu machen, dass diese Leute, die außen vor sind, also eben in diesen, was heute Kosovo ist oder mazedonische Gebiete oder auch griechische Gebiete, dass dort immer wieder Übergriffe an der albanischen Bevölkerung stattfinden. Und er und auch noch einige andere, gerade auch aus dem Kosovo, die auch später noch während des Zweiten Weltkrieges wichtige Rollen spielen, tauchen da schon auf. Und da würde ich sagen, die haben erstmals eine wirklich nationale Idee, eine nationale Politik im Kopf überhaupt, wie sie das vorantreiben möchten. Und dort auch noch zu sagen, nicht unbedingt nur Türkei als Studienort, aber auch andere, zum Beispiel Wien in dieser Zeit. Und da, ja, diese Eliten, die hatten schon eine Idee, wie sie eben ihr Land gestalten wollten. Und hier muss man aber dann auch sagen, dass wie heute immer noch eigentlich dann auch die Großmächte auch ihre Idee hatten, wie sie dieses Land gestalten wollten und weshalb das so und so zu sein hatte, eben indem sie Serbien den Zugang zum Meer verweigern wollten. Ja, das war eigentlich immer in einem, die waren immer in einem Clinch. Ja. Und dann vielleicht noch dieses typisch Albanische, muss man auch sagen, ist schwierig zu definieren. Es gibt so diese Illyrer-These, dass sie ein ganz alter Stamm sind und das wird vor allem im 20. Jahrhundert wird das dann immer stärker auch zu dieser Idee, ja, ähnlich wie in der Schweiz, die Wilhelm Tell-Saga. Ist nicht nur so, es gibt natürlich illyrische Stämme, die schon damals da waren, aber dieses Land wird immer wieder durchquert und die Römer sind da und Byzanz und so weiter. Das ist das eine. Und das andere ist die Sprache, also das Gegische und das Toskische, das war ganz lange auch nicht definiert in Grammatiken. Und die ersten Grammatiken und auch die ersten geschichtlichen Publikationen kamen eigentlich von Ausländern.
Und das finde ich speziell, also die Geschichte, die dann die Albaner selber beginnen, die basiert auf dem Fundament von ausländischen Forschung. Ja? Albanien war viel im Krieg. 500 Jahre Krieg. Ja, sorry. Tahira, ja, Albanien war viel im Krieg. 500 Jahre Krieg gegen Osmanische Reich. Und dann kommt auch so Ungarische und Bulgaren und Serben und alles. Hat es das Einfluss in ökonomische Entwicklung? Weil wenn man probiert, sie zu schützen von dem Krieg und so, du hast keine Zeit für andere Sachen, oder? Wirklich ökonomisch zu entwickeln. Wenn du 50 Jahre eine Pause hast, dann springt oder blüht die Ökonomie überall. Es ist nicht nur in Albanien. Was meinen Sie? Also auf jeden Fall, unbedingt. Ich würde diese These unterschreiben, weil natürlich, ja, wenn man eine längere Friedensphase hat, kann man sich auch um die ökonomische Entwicklung des Landes besser kümmern. Aber ich denke, es ist nicht nur, dass dieses Land für eben andere Mächte von geostrategischer Bedeutung war, das ist sicher das eine, aber auch, dass wenn man keine Konflikte hatte, dass eben, wie ich gezeigt habe, auch wirtschaftliche Interessen von Großmächten da waren, die dann halt das Land in ihrem Sinne entwickelten oder eben ausbeuteten. Und ich denke, das ist so eigentlich ein ungutes Zusammenspiel. Dann, wenn man weitergeht nach dem Zweiten Weltkrieg, auch noch mit Enver Hoxha, der das Land, anstatt es zu öffnen, absolut in sich abschließt und ganz klar auch anstatt einer wirtschaftlichen Förderung, beispielsweise eben so sinnlose Projekte wie mehrere hunderttausend Bunker aufstellen, oder? Mit bestem Stahl und bestem Beton, was man ganz, ganz anders hätte verwenden können. Das ist sicher dann auch, ich denke, ja, Krieg, dann wirtschaftliche Interessen von Großmächten und eben auch Diktatur. Diktaturen sind sicher nicht förderlich für die Entwicklung eines Landes. Die Topografie Albaniens ist ja jetzt dann auch etwas, einfach eine wirtschaftliche Erschließung natürlich vor der Moderne sehr schwierig gemacht hat. Ja. Also da habe ich gerade wenn man an den Norden denkt. Da habe ich ein spannendes Zitat dazu gefunden. Also wir haben dann in dieser Zeit, die eben an diesen Vortrag anschließt, die italienische Besetzung des Landes und die sagen dann mit ihren Publikationen, ja, wir haben hier und da gefördert und das ist toll und ja, diese Bodenschätze, die sind wirklich, da können wir darauf aufbauen und so weiter. Und dann, als Italien kapituliert im September 1943, kommen die Deutschen und merken eigentlich, dass es dann doch schwieriger ist. Also die Italiener haben zwar gesagt, ja, da hat es Ressourcen, Bodenschätze und so weiter, aber eben die Quellen sagen dann, ja, diese Bodenschätze sind schon da, aber die Wege dazu, die müssen zuerst überhaupt hergestellt werden. Und das ist nicht ohne, oder? Genau. Positive Selbstdarstellung. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Mich interessiert nochmal, du hast am Anfang eben Fanoli gezeigt und ich denke auch, mich würden so wie zwei Dinge interessieren. Das eine ist ein bisschen was aus dieser frühen Unabhängigkeitsbewegung. Auch aus diesen, das sind ja auch oft sehr gebildete Kreise, die diese nationale Idee tragen, so um die 1910er Jahre. Was wird aus all denen nach Königszugs Aufstieg? Also gehen die alle ins Exil? Sterben die eines unnatürlichen Todes? Was passiert mit denen, das ist ein bisschen das eine. Und damit verbunden auch eben mit dieser zunehmenden Diktatur, gibt es trotzdem so Versuche, die Bevölkerung mit einzubinden, vielleicht sogar so scheindemokratische Sachen. Ich dachte an unseren Vortrag über Rumänien, wo es darum ging, dass ausgerechnet unter der Diktatur dann 1938 erst das allgemeine Wahlrecht für Frauen eingeführt wurde. Also es ist da durchaus so gegenläufige, keine so Elemente einer Scheindemokratie beispielsweise oder einer Demokratisierung für die Bevölkerung geben? Gut, im Fanoli, der ging in die USA schließlich
Aber es gibt Personen, die immer wieder auftauchen. Eben Mary Beth Raschery und dann auch Abbas Kupi. Das ist eigentlich ein zugistischer Offizier, der dann beim Einmarsch der Italiener sein Last Stand, also mit seiner Armee dasteht in Duresh. Und es ist natürlich klar, dass er den Einmarsch nicht aufhalten kann. Und solche Leute kommen immer wieder vor und auch bis Ende des Zweiten Weltkriegs. Also zum Beispiel Fraschery oder eben auch Kupi, die arbeiten dann vollständig oder teilweise mit den Deutschen oder vorher auch mit den Italienern zusammen. Also Kupi natürlich nicht mit den Italienern, sondern mit den Deutschen. Und Fraschery auch, der ist dann auch dort wieder im Parlament vertreten. Und die, also die sind auch eben politisch. Die sind genau, die weiterhin. Und auch wenn sie eben zum Beispiel unter Zogu ins Exil mussten oder dann, je nachdem, unter den Italienern ins Exil mussten, die kommen dann zurück. Und dort muss man einfach sehen, es ist nicht so einfach zu sagen, Kollaboration oder Widerstand in diesen Fällen, weil die eine ganz, ganz lange Vorgeschichte haben. Und einige dieser Protagonisten kollaborieren dann schließlich mit den Deutschen, um eigene innenpolitische Ziele zu verwirklichen, und zwar ganz explizit. Ja. Und auch um dieses, beispielsweise eben dieses Großalbanien über das Ende des Krieges hinweg, was dann nicht gelingt. Auch nur eine kleine Frage. Du hast vorhin ja erwähnt am Anfang auch den Einfluss der Großmächte, den kulturellen Einfluss. Das war dann zum Beispiel bei Italien, zumindest bei Frankreich, dass dort der Französisch als Fremdsprache eingerichtet wurde. Und bei Italien, wenn ich es richtig erinnert habe, haben die auch so etwas Ähnliches zum Teil gefordert. Und meine Frage war nur, und auch in Verbindung mit der Frage zur Bildung der nationalen Identität, was ist albanisch und so weiter, inwiefern hat sich Albanien in der Zeit seiner Entwicklung, in dieser Zeit, von der wir gerade diesen tollen Vortrag gehört haben, an den anderen ausgelehnt in seiner angelehnt in seiner Kulturpolitik? Also, ich meine, und mich vielleicht interessiert insbesondere, gab es da vielleicht auch, aber vielleicht ein bisschen sehr speziell, auch in der Sprachpolitik Parallelen, weil man ja weiß, zum Beispiel beim Duce, der war ja auch ein großer Verfechter, auch von der Suche nach den Wurzeln puristischer Tendenzen und sowas. Und spielt das in Albanien auch vielleicht eine Rolle? Also, oder eben überhaupt kulturell, gab es da eine Anlehnung an die an Kulturpolitik in Italien zum Beispiel? Frankreich hat das vorgeschlagen, aber das kam natürlich nicht, das wurde nicht realisiert. Und bei Italien war es dann wirklich so, nach dem Einmarsch wurde die Gesellschaft, man kann sagen, italienisiert. Also das ist, beispielsweise hast du viele Ortsnamen, die dann wirklich nur noch im Italienischen, also auf Italienisch geschrieben wurde, Flora, Durazzo und so weiter, und dort hast du auch Mussolini respektive Giano und Giacomoni di Sansovino entwickeln eine rege Bautätigkeit in Albanien, also so mit Casa del Popolo und Casa dei Fasci gibt es. Ja, genau. Und dann Jugendfreizeitorganisationen und dieses Dopolavoro, so Arbeits, also damit man als Arbeiter nicht auf dumme Gedanken kommt, sondern direkt nach der Arbeit in diese Freizeitorganisation geht. Das sicher alles Anstrengungen Richtung Italienisierung. Die Sprache wurde aber, also es wurde Italienisch als zweite Amtssprache eingeführt, aber Albanisch bestand weiterhin. Und was vielleicht auch diese ganze Italienisierung
etwas abschwächt oder in einem anderen Licht erscheinen lässt, ist Panwitz. Der wurde dann später schon 1941 abgesetzt, aber der war damals noch da und der macht sich lustig über Mussolini und über diese Italienisierung und sagt, also ja, wenn Mussolini und Ciano, wenn die nach Tirana kommen, dann müssen da irgendwelche Fascho-Mädchen mit Fechtmasken und Fahrrädern und so an ihnen vorbeimarschieren, aber es gibt, und Tennisschläger, aber es gibt in Albanien ja gar keine Tennisplätze und auch keine Fechthallen und Radeln tut man auch nur ab und zu sowas. Also ja, Italiener, große Worte und dann eigentlich eben nicht viel realisiert, außer diese einige Bauwerke. Und das wurde Mussolini auch zum Verhängnis dann ab. Vielleicht spätestens 1942 kann man sagen, dass sich der Widerstand, nicht nur der gewaltfreie Widerstand, sondern auch der Widerstand formierte. Und ja, diese Italienisierungsbestrebungen eigentlich, weil sie so auf halbem Wege stehen blieben, auch ein Eigengoal, also ein Eigentor darstellten. Vielleicht nochmal die letzte eine Frage, also verbunden eben mit dieser eben Sprachpolitik. Haben sich Italiener dann in die Religionspolitik eingemischt als ein katholisches Land, nach dem Motto, dass die eventuell Katholiken unterstützen und dann eben nach dem Motto Divide et Impera irgendwie da mitmischen gegenüber den Muslimen und Orthodoxen? Es wurden sicher die katholische Region wurde sicher bevorzugt, aber nicht so stark. Also Albanien blieb nein. Und ich finde das auch sehr, wirklich sehr toll, dass das eigentlich die ganze Zeit über auch geblieben ist. Und Frascheri während der deutschen Besetzung oder Ende der italienischen Besetzung, also das muss irgendwann 42, 43 gewesen sein, sagt er sogar und weist deutlich darauf hin, dass Albanien ein gemischtes, also ein Land mit verschiedenen Religionen sei und dass das ganz wichtig sei für dieses Land. Und das finde ich eigentlich alles in allem trotzdem recht mutig, das so ja, vehement zu vertreten, diesen Standpunkt in dieser Zeit. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, dann möchte ich dir ganz herzlich danken nochmal für diesen spannenden Einblick. Ihnen möchte ich danken fürs Kommen dieses Semester. Ich hoffe, Sie haben auch was gelernt. Es hat Ihnen Spaß gemacht. Wir freuen uns, wenn wir Sie wiedersehen nächstes Jahr oder sonst an einer Veranstaltung von uns. Wer noch nicht auf unserem Newsletter ist, kann sich gerne bei mir einschreiben lassen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch und einen guten Start ins neue Jahr. Tschüss. Merci. Oh.